habe meine Fußballkarriere bei der TSG Fortuna 21 Grüneberg begonnen mit 6 Jahren. Habe dort noch anfangs im Feld, dann später im Tor über Löwenberg, MSV Neuruppin, Eintracht Oranienburg bin ich dann nach Cottbus gegangen. Bin dann 2005 nach Bremen gewechselt, hatte da 9 schöne Jahre bis 2014 und freue mich nun, dass ich heute hier bin. Ich würde mein Torwartspiel als modern bezeichnen, versuche hoch zu stehen, damit die Mannschaft es leichter hat, vorne zu attackieren, die Bälle hinten abzulaufen, versuche Flanken abzufangen, versuche das Spiel schnell zu machen, alles das, was man heutzutage braucht, aber im Endeffekt zählt es, die Bälle zu halten, und das versuche ich natürlich in der neuen Saison für das Kleeblatt. Das ist mein Hauptaugenmerk und da werde ich alles mobilisieren. Die ersten Eindrücke vom Verein sind durchweg positiv. Ich denke, das Trainingszentrum, das wir hier haben, ist erstklassig, und die Stadt habe ich bis jetzt noch nicht so viel gesehen. Einige Ecken, die haben mir durchweg positiv gefallen und ich freue mich auf die nächsten Eindrücke, die kommen werden. Kleeblatt-Fans, ich bin eure neue Nummer 1, Sebastian Mielitz, und ich freue mich auf eine geile Saison mit richtig geiler Atmosphäre und natürlich vielen positiven Spielen.